Hallo und herzlich willkommen zu Dreamlight Valley von Disney. Heute gucken wir uns mal ein bisschen im Spielchen um, gucken, was es so gibt, ganz kurz, ohne großartig, aber auch so spoilern, das versuche ich zu vermeiden. So, ja, ihr seht schon die Charakterherstellung. Das ist relativ simpel gemacht und auch relativ umfangreich. Naja, umfangreich nicht so, wie man es vielleicht von anderen Spielen kennt. Aber hier kann man schon einiges machen. Später im Spiel sammelt man viele Geschichten, viele Sachen, wo man Kleidung etc., wo man sich dann natürlich auch noch umkleiden kann. Ich spiele ja wie üblich immer gerne weiblichen Charakter. Und ich will ja nicht immer einen männlichen Charakter auf den Arsch gucken. Nein, war ein Scherz. Und ja, hier sieht man auch dementsprechend schon Augenbrauen etc. Man kann alles soweit einstellen. So, dann sind wir auch schon auf bereit. Geben noch schnell den Namen ein. Selbstverständlich Sofa-Player. Und gehen in die nächste Szene. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende. Denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Okay, das kommt mir so ein bisschen jetzt auch vor, so mit dem Einschlafen etc. wie Alice im Wunderland, aber das ist dann also sehr angehaucht im Endeffekt daran. Bist du ja. Ja, so, hier treffen wir jetzt als erstes im Endeffekt Merlin, den wir jetzt natürlich entsprechend helfen werden. Und wie schon sagte, ich will nicht großartig spoilern. Wir kommen auch gleich nochmal zur Steuerung, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Genau, nochmal kurz die Geschichte. Wie es geschieht, das ist das Vergessen, was da rumtreibt im Endeffekt. Und es lässt dann die Bewohner so ein bisschen vergessen, das Ganze. Also wissen nicht mehr wo, was, wie und so. Und wir müssen im Endeffekt später nach und nach auch die ganzen Bewohner wieder auch zurückholen. Wichtig ist natürlich dementsprechend auch schon Freundschaften aufbauen. Das wird dann, wenn auch mal Quests immer wieder freigegeben und so weiter. Also das ist sehr fortlaufend. So, jetzt muss ich im Endeffekt da das wegzaubern. Und das ist im Endeffekt dann auch erstmal meine Bude, wo wir jetzt auch reingehen. Naja, sieht ein bisschen verwahrlos aus. Muss das Ganze halt sauber machen. Damit das auch alles gut aussieht. So, hier sind ganzen Aufgaben, Events. Es gibt Sternfahrt. Man kann auch bestimmte Premium-Geschichten freischalten.
Ich habe übrigens im Postfach diese Monddinger drin gehabt. Dementsprechend kann ich rein theoretisch, habe ich noch nicht gemacht, die Premium-Geschichte freischalten. Den Mondstein hatte ich im Postfach. Wenn ihr andere Plattformen nutzt, noch zusätzlich, wäre es sinnvoll, gegebenenfalls eine Cloud herzustellen. Da kommen wir gleich mal dazu, beziehungsweise das werdet ihr gleich so sehen. Weil man wird dahin gewarnt, wenn man das nämlich abholt. Hier gab es Belohnungen, Events etc. Man kann natürlich noch Premium freischalten, um noch mehr Aufgaben gleichzeitig machen zu können. Genau, da auch nochmal die Premium freischaltungen. Es ist im Endeffekt Aussehensveränderung und so weiter. Also man sieht, es ist sehr umfangreich, was auch Sammlungen etc. angeht. Und hier natürlich entsprechend die Story-Aufgaben. Später wird das noch ein bisschen mehr aufgelistet. Noch mehr Aufgaben dann auch zu sehen. Freundschaftsaufgaben und so weiter. Und genau, hier mache ich jetzt die Wohnung sauber entsprechend, damit man ein bisschen klar Schiff kommt. Und man kann auch Erinnerungen sammeln. Und dann Bilder entsprechend. Da seht ihr schon hinten in meinem Postfach da dieses rote angezeigte, dass da was drin ist. Da gehen wir jetzt auch hin und schauen uns das an. Man bekommt nun einen Begleiter hier, der läuft übrigens, das seht ihr auch danach, der läuft mir überwiegend hinterher. Da ist die sogenannte Cloud-Speicherung, wie man im Hauptmenü einmal sich kurz mal registrieren kann, mit seiner E-Mail-Adresse und Code eingibt zur Bestätigung und dann kann man die Cloud-Speicherung aktivieren. Und ich habe Mickey Mouse getroffen. Habe ich das schon erwähnt? Und mit der Cloud-Speicherung könnt ihr halt beliebig auf anderen Plattformen halt dann auch den Inhalt dann laden im Endeffekt, also was die Gegenstände angeht. Goofy habe ich auch noch mal kurz besucht. Ich will ja nicht viel spoilern, deshalb halte ich das relativ kurz. Donnerwetter, ich genau, könnte etwas Hilfe gebrauchen. Das ist Angelreparatur. Ne, ihr werdet am Anfang erstmal eure Gießkannen und so weiter alles suchen, damit ihr auch entsprechend und Spitzhacke und so weiter. Ja, hier, Synchronisation in Echtzeit, das heißt tatsächlich, wenn es nachts ist, ist es dort auch dunkel und nachts, es wird tatsächlich synchronisiert mit der tatsächlichen Echtzeit. Gut, wenn Goofy sagt immer zwischendurch mal, oh, ist schöner Tag oder wie auch immer. So, hier sind wir jetzt schon ein Stück weiter. Das ist ein mächtiger Sprung jetzt. Hier habe ich das Schloss bereits schon reingeschaltet. Dort, was ihr dort seht, diese Tore, das sind andere Welten. In diesem Fall habe ich eine Welt erkunde, Wol-I-Reich. Und da werden wir auch jetzt auch gleich reingehen. Genau, so sieht es aus, so ein bisschen. Wie ihr hört, habe ich das nachvertont. Also das ist jetzt, ich mache die Tonaufzeichnung nicht, während ich spiele. Nicht mehr. Ich mache das tatsächlich so, weil ich da ein bisschen flexibler bin. So kann ich besser schneiden. genau, da sind ganze Tore. Oben sind auch noch welche. Die führen zu verschiedenen Welten und in diesem Fall hier die Wol-I-Welt. Zur Steuerung. Ich bin tatsächlich, wo ich diesen Sprung gemacht habe, habe ich auf Controller gewechselt. Weil teilweise nur manchmal nur Controller-Ansichten, was man drücken muss, besonders bei der Karte, übersehen ist und nicht, wie das ausschaut mit der Tastatur.
Und daher bin ich entsprechend auf Controller gewechselt. Teilweise noch, muss man auch ein bisschen Maus noch nutzen. Manchmal ist manchmal sogar einfacher. Gerade wenn man halt die Sachen setzt. Man kann ja in der Welt ja entsprechend viel platzieren. Man kann die Welt im Endeffekt auch bearbeiten. Man kann mit der Schaufel überall Kram etc. um auch Pflanzen anzupflanzen und so weiter. Also ist es sehr umfangreich. Es macht süchtig tatsächlich. Und mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall natürlich weiterspielen. Es macht schon Spaß und macht schon süchtig das Ganze. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel dann auch. Ich habe es übrigens über Game Pass. Deshalb weiß ich nicht, ob dann auch bei der Post, was ich davon erzählt habe, auch was dabei ist. Weil es auch eine Ultimate oder eine so eine größere Version gibt davon, wo bestimmte Sachen drin sind. Mal schauen. Auf Steam jedenfalls. Auf Steam ist steht auch tatsächlich teilweise Controller unterstützt. Das ist irgendwie aber eher auf Controller aufgebaut, das Spiel. Wie schon sagte, einige Tasten werden halt leider nur als Controller angezeigt. Nicht Tastatur. Okay. So, das war's dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da gerne. Gerne auch abonnieren, wenn ihr Lust habt. Danke mir für euer Interesse und Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.